Servus, meine lieben Profis, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Odyssey auf der Nintendo Switch. Wir haben hier gerade unseren ersten Bosskampf in Anführungsstrichen gemacht. Ich weiß nicht, kann man das als Bosskampf bezeichnen? Vielleicht sollten wir da hinten was mitnehmen, sonst beschweren sich alle Leute später noch, wie blöd ich eigentlich bin. Moment, das tut ihr wahrscheinlich sowieso schon, und zwar mit Recht. Okay, dann, ne? Schauen wir mal, wo es hingeht. Eigentlich waren es ja drei Gegner, ne? Also, ich bin sehr gespannt, was passieren wird. Und das war eigentlich in dem Sinne erstmal das Tutorial. Super Mario Odyssey. Ich bin super gespannt auf das Spiel. Ich habe, seitdem ich die Switch geholt habe, habe ich das im Kopf und ich bin nicht dazu gekommen, bisher zu spielen. Und eigentlich, obwohl ich ausschließlich Nintendo-Spiele spiele, außer Mount & Blade habe ich ein Let's Play zu gemacht. Aber eigentlich spiele ich ja ausschließlich Nintendo Switch Games hier auf dem Kanal. Aber irgendwie habe ich bisher noch keine klassischen Nintendo-Titel gespielt. Ich schäme mich ein wenig dafür. Wenn man schon die Möglichkeit hat, sollte man solche Spiele vielleicht auch bevorzugt spielen, ne? Huch, wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Unser erster Power-Mond. Okay. Gab's denn hier Mario immer Sterne? Was ein Trip. Aber hey, wir haben es ein Stück ins Kaskadenland geschafft? Okay. Ich bin noch ganz elektrisiert vom Kapern. Also vom Kapern der Stromleitung? Kapern der Stromleitung. Abgedrehtes Gefühl. So. In dieser Gegend sollte sich ein altes Luftschiff befinden. Los, suchen wir es. Alles klar. Das nenne ich definitiv motiviert hier. Weg. Was ist das hier? Ah. Okay. Finde ich interessant. Oha. Man kann die Steine kaputt machen. Kann ja alles kaputt machen. Und ihr kennt mich, ne? Einfach allein, um so ein bisschen Gefühl für die gesamte Steuerung zu kriegen, werde ich hier mal wieder einfach alles zerstören. Aha, den Kettenhund, den kenne ich doch noch irgendwo her. Ey, lol, ich kann der Kettenhund werden? Wie cool ist das denn? Ups. Ich wollte gerade sagen. Der sieht ja so witzig aus mit dem Bart, ne? Aber okay. Dann holen wir uns mal den Power-Mond hier. Wie viele brauche ich davon? Brauche ich noch ein paar mehr davon? Ein Mond für dich. Unser erster Power-Mond. Sehr cool. Okay, scheinbar brauche ich ein paar mehr davon. Das finde ich gut. Ah, okay, und das Ding fällt jetzt auch von ganz alleine um. Also konnte ich noch gar nicht irgendwo anders hingehen, ohne diesen Mond einzusammeln. Finde ich gut. Hoch über den Wasserfall, okay. Das wird wahrscheinlich dann unser nächster Bosskampf sein, so wie das aussieht. Oh, wir haben einen Power-Mond gefunden. Sehr cool. Mit diesem Mond können wir unser Luftschiff antreiben. Hast du jemals so etwas gesehen? Nee, ehrlich gesagt nicht. Aber ich bin super gespannt, wie das funktionieren soll. So. Oh, da hinten sehe ich einen Globus. Und eine rostige Hütte. Da ist es. Genau hiernach haben wir gesucht. Okay. Es ist in einem schlechten Zustand, als ich dachte. Nun ja, es ist ja auch ein altes Modell. Aber es fliegt bestimmt noch. Mal sehen, ob wir es in Gang bringen können. Wirf mich einfach auf diesen Globus dort. Das krieg ich hin. So, schmeiß ich dir mal drauf. Okay. Ah, das ist dieses Segel. Was? Sie rührt sich nicht? Sie braucht wohl noch mehr Energie. Meinst du, es gibt hier noch weitere Monde? Weiß ich nicht, finden wir es ja raus.
Also wird wahrscheinlich so Stück für Stück das Segel ein bisschen größer werden, umso mehr Monde wir kriegen. Und wir müssen halt wahrscheinlich alle voll kriegen. Also es fehlen noch 4 Stück, so wie ich das gerade sehe. Vögel. Huch, was ist das? Donuts? Ah, wenn ich davon 50 sammle, ist das so ähnlich wie hier diese 7 roten Münzen bei Mario 64? Bloß, dass ich davon 50 sammeln muss und dann kriege ich halt statt einen Stern einen Mond, in dem Fall jetzt hier in dem Spiel. Ja, damit. Wäre halt auch schon irgendwie, also würde ich mir jetzt mal so vorstellen. Da oben sind noch ein paar, die nehmen wir natürlich sofort mit hier. Schauen wir uns mal um. Was macht der T-Rex da? Hab ich mich im Spiel geirrt? Was macht der T-Rex da? Aber okay. Ich glaube, ich muss den großen Kettenhund da einnehmen. Cool. Ey, sauber. So, wo geht's hier hin? Was haben wir hier? Ah, hier, genau. Die kann ich ja hier so ein bisschen, also in echt... Oh, okay. Wenn ich... Okay. Das funktioniert scheinbar nicht so, wie ich möchte. Aber hier auf dem Schild steht doch bestimmt, was ich tun muss, oder? Ups. Das war nicht A. Reisetipp. Drehwurf. Wenn du von Gegnern umsingelt bist und sie gerne alle gleichzeitig ausschalten würdest, dann tue Folgendes. Beweg den Pro-Controller ruckartig seitwärts, um deinen Drehwurf auszuführen. Deine Kopfdrehung rotiert dann herum. Okay, ist die Frage, also... Na okay. Ich glaube, der Controller, den ich tatsächlich gerade nutze, der kann das nicht so wirklich. Das ist das Problem. Bewege den Pro-Controller seitwärts, um deinen Drehwurf auszuführen. Die Sache ist, ich habe so einen, ich habe von Nintendo so einen USB-Controller. Ich glaube nicht, dass es der richtige Pro-Controller ist, aber mal schauen. Ansonsten werde ich es vielleicht demnächst doch mit den beiden Dingens einzeln spielen. Okay. Nein, das funktioniert nicht. Dann werde ich es vielleicht wahrscheinlich demnächst doch einzeln spielen. Wobei, ich hätte noch eine Möglichkeit, wo ich einen Pro-Controller herkriegen könnte. Na? Na? Okay, dann kommen sowieso immer wieder neue nach. Also passt das schon. Hi! Na? Ist die Lage. Ich müsste da mal rein in diese Wand. Und du hilfst mir. Du willst oder nicht? Huch, jetzt ist der Kettenhund auch weg. Cool. Finde ich eigentlich ein nettes Gimmick. Immer alles kaputt machen. Ihr kennt meine Devise. Na komm. Okay. Ich glaube, mehr kriege ich dann auch nicht. Na komm, ich will da hoch. Na. Okay, da komme ich scheinbar irgendwie gerade nicht drin. Na? Gehst du da wohl hoch? Hm. Ich will da eigentlich ganz gerne auch noch an ihm hier dran kommen, ne? Aber irgendwie will er nicht. Oder ich stelle mich einfach nur zu blöd dafür an. Ist auch gut möglich. Hm. Ich glaube, ich stelle mich zu blöd an.
Aha. So, her damit. So, was kann ich denn jetzt hier machen? Ach, der kann mich da auch rausknallen. Finde ich interessant. Kann ich ihn denn auch ein bisschen umbügeln? Ja, das funktioniert ja sogar. Ich glaube, das sollte ich sogar machen, ne? Diese Steine hier sehen sehr verdächtig aus. Ich glaube, da probiere ich mal. Aber bringt es mir was, wenn ich die alle... Ich probiere es einfach mal. Versuch macht klug, wisst ihr doch. Ihr wisst doch, wie das ist. Gut, da sind halt jetzt ein paar Münzen drin, ne? Komm mal her. Ups. Ey. Frechdachs. Ich hätte sie gerne alle. Ups. Aua. Los. Puh. Na? Na? Perfekt. Aber bringt mir nicht viel außer ein paar Münzen. Ne? Ansonsten hat es mir jetzt nicht allzu viel gebracht. Ja, das hier sieht auch noch zerstörbar aus. Okay. Vielleicht auch mit einem passenden Winkel probieren, dann könnte es klappen. Na gut, oder wir lassen es. Wir hauen jetzt hier ab. Und da oben wartet, glaube ich, so wie ich das sehe, der nächste Bosskampf auf uns. Bosskampf in Anführungsstrichen. Oh, die hat einen Kettenhund. Als Hundi. Okay. Du willst meinen Mond, was? Du willst meinen Mond, um dein doofes altes Luftschiff zu reparieren? Geht's noch? Ich verstehe meinen Mond doch nicht. Was? Ich verschenke meinen Mond doch nicht einfach an der dahergelaufen. Was? An dahergelaufen? An? Schon gar nicht an Kettenhundfutter. Aha. Ich bin gespannt. Okay, ich kann in diesen Kettenhund kann ich nicht einschlüpfen. Okay. Wie funktioniert dieser Kampf? Okay, so definitiv nicht. Was muss ich denn überhaupt machen? Wäre eine viel interessantere Frage mal. Ups, das hat mir schon mal ein Leben gekostet, super. Das bringt mir wohl irgendwie nichts, wenn sie, Ups. Ich will mal leben. Kann ich gebrauchen. Okay, ich verstehe den Kampf noch nicht so ganz. Ach fuck, ja, so garantiert nicht. So läuft er garantiert nicht. Aha.
Ah. Ups. Ich glaube, ich bin gleich sowas wie tot. Jetzt verstehe ich den Kampf. Okay, ganz schlecht. Ganz schlechte Aktion von mir. Genau so, ja. Na komm. Sieht gut aus. Gott, also okay, das war am Anfang ziemlich schlecht jetzt von mir. Ich habe nicht so ganz verstanden, was die von mir wollten. Aber ist okay. Huch, kriege ich jetzt gleich 3 Monde oder was? Hm. Ich brauche mehr Leben. Bin mal tot. Multimond für dich. Wie viele sind denn das jetzt? 3 oder sind es mehr oder weniger oder whatever? Du hast es geschafft und nun haben wir einen Multimond. Diese Kleinode besitzt was? Besitzt die Kraft 3 Monde. Damit bekommen wir unser Schiff bestimmt von hier weg. Ah, ich weiß ja nicht. Dann schauen wir mal, ob wir es ob wir zum Luftschiff bringen können. Dann schauen wir mal, ob wir es zum Laufen bringen können. Wirf mich auf den Globus. Ja. Warte mal, ich... Ach, meine Leben sind wieder voll. Das finde ich ja sogar noch besser. Dann kann ich die auch wieder da drauf werfen. Wir brauchen noch ein bisschen mehr. Ich wette, da draußen sind noch mehr Monde, die wir sammeln können. Lass uns noch mal gründlich suchen. Genau, das machen wir einfach mal. Das machen wir doch einfach glatt mal. Von da kommen wir. Ah, da hinten ist noch ein Mond, sehe ich gerade. Mein Gott. Wie kommen wir da hin? Oh ja. Okay. Dann war der von Anfang an schon da. Nee, oder? Der ist doch jetzt erst da hingekommen. Lass mir erzählen, was du willst. Weil da hinten an dem Checkpoint war ich ja schon. Hey, na? Hallo Mario! Um Prinzessin Peach zu helfen, erstelle ich eine Inventarliste von den Orten, an denen sich Powermonde befinden. Stellt das Finden von Powermonden dich für ein... Was? Stellt das... Vor ein Rätsel, so. Für 50 Münzen helfe ich dir gerne. Ja, okay. Nein, danke. Alles klar, wir sehen uns. Ich glaube nicht. Oder ist es teilweise so schwer, die Monde zu finden? Entschuldige dich, etwa so eine Frage, aber besitzt du Amiibo? Nee. Wenn du welche hast, sieh ruhig ein... Bla, okay, ich habe keine Amiibos, das ist also irrelevant für mich. Nee, ich habe keine. Ich habe keine. Ich hau hier mal ab, ganz schnell. So, jetzt könnten wir das Luftschiff am Laufen bringen. Bestimmt. Wer ist er hier? Ups. Nein, du sollst hier hoch. Du sollst nicht. Du sollst doch nicht im Wasserfall runter, Mario. Was machst denn du da? Das solltest du. Ey, da ist ja noch ein Mond. Bringt uns das was, wenn wir mehr Monde haben?
Okay. Das war schlecht. Das war schlecht. Das war sehr schlecht. Ja. Darf ich hier bitte wieder... Okay, das war sehr schlecht. Ihr merkt schon, ne? Blutige Anfänger und so. Nein, ach komm, das war doch gar nicht so schlecht eigentlich, oder? Das war doch eigentlich schon mal gar nicht so schlecht. Das erfordert doch ein bisschen mehr Timing. Aber den Mond will ich haben. Wenn ich weiß, dass der da ist, ne, dann verbeiße ich mir jetzt auch die Zähne daran. Perfekt. So. So. Alles klar, dann würde ich sagen, sehen wir uns aber an der Stelle das nächste Mal wieder. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dem Video. Ansonsten schaut gerne beim nächsten Mal wieder rein. Also schaut sowieso beim nächsten Mal wieder rein, das lohnt sich. Unten in der Videobeschreibung Links zu Social Medias, Zweit- und Drittkanälen. Bewerten nicht vergessen und gerne Kommentar schreiben. Bitte keine Spoiler, konstruktive Kritik ist aber gerne erlaubt. Dann kann ich mich auch verbessern und euren Wünschen ein Stück weit nachkommen. Bis dahin würde ich sagen, viel Spaß mit den Videos. Euer NekoTube. Cheerio.